Hallo Kinder und herzlich willkommen zu einem neuen Preview-Video von mir. Ja, vielleicht habt ihr schon das ein oder andere Video heute auf meinem Kanal entdeckt. Heute geht es bei mir auf dem Kanal in 4 Videos um die neue DM-Marke Trendet Up. Und in diesem Video, was ihr jetzt gerade seht, ihr habt es wahrscheinlich auch schon am Titel gelesen, geht es um die Nagelpflegeprodukte. Und generell Trendet Up ist eine Marke, die sich jetzt zunächst erstmal natürlich noch nicht auf alles wirklich fixieren kann. Und gerade was die Nägel angeht, sind sie wirklich sehr, sehr gut dabei, sehr, sehr viele Produkte. Aber ich würde sagen, nicht lang schnacken, Kopf in Nacken, los geht's! Als erstes Mal haben wir den Base und Protect Coat. Der ist vegan und 11 Milliliter kosten 1,95 Euro. Und das Ganze soll die Haltbarkeit eures Farblacks optimieren, aber auch vor Verfärbung schützen. Also ihr könnt das Ganze sowohl als Base als auch als Topcoat verwenden. Ist natürlich ein super 2-in-1 Produkt. Weiter geht es dann mit dem Mineral Rich Filler. Der ist vegan und 11 Milliliter kosten ebenfalls 1,95 Euro. Und das ist einfach dafür da, um Unebenheiten oder Rillen auszugleichen und aufzufüllen auf eurem Nagel. Ich habe das zum Beispiel bei mir auf dem Daumennagel und ich könnte mir ganz gut vorstellen, mir diesen Rich Filler mal genauer anzuschauen. Vor allem 1,95 € ist ja echt kein Geld. So, also schon, aber nicht so viel. Weiter geht es dann mit dem Calciumgel. Und das soll, ja, Calcium, wie es schon sagt, und Milchproteine enthalten und brüchige Nägel einfach schützen und pflegen. Und das Ganze ist ideal als Unterlack geeignet, ist natürlich klar, weil es dann direkt auf der Nagelplatte aufliegt. Das Ganze ist nicht vegan und auch hier 11 Milliliter kosten 1,95 €. Dann haben wir den Anti-Brittle Shield. Das Produkt ist vegan und 11 Milliliter kosten 1,95 €. Und das Ganze soll einen flexiblen, aber auch härtenden Schutzfilm auf den Nagel bringen und das Eindringen von Wasser reduzieren. Das finde ich wirklich sehr interessant, dass man sich damit mal, also mit dieser semipermeablen Membran mal auseinandersetzt. Und das Ganze soll als Unterlack geeignet sein, damit es direkt auf der Nagelplatte liegt, ist natürlich logisch das Ganze. Und wie gesagt, 1,95 € finde ich gut. Dann haben wir den Nude and Care Coat. Der ist vegan und auch hier 1,95 € für 11 Milliliter. Das Ganze soll eine quasi Camouflage für euren Nagel sein und erstmal Unebenheiten ausgleichen und einen Schutzfilm bieten. Das Ganze hat noch Öle drin und so weiter und das soll den ganzen Nagel, also es ist ein Farbnagellack, der aber sehr viel Pflege enthält, der euren Nagel einfach gepflegter aussehen lassen soll. Also so ein No-Make-Up-Make-Up-Look für euren Nagel sozusagen. Dann haben wir den 3-in-1 Nail Brightener. Der ist vegan und auch hier 1,95 €. Kosten, glaube ich, so ziemlich fast alle Produkte. Und der soll erstmal einen Anti-Gelb-Effekt haben durch optische Aufhellung. Sprich, er hat so ein paar lila Pigmente drin. Sieht man hier auf dem Pressebild allerdings nicht. Also er sieht sehr, sehr weiß aus, muss ich sagen. Außerdem soll er einen härtenden Schutzfilm haben, beziehungsweise bieten auf den Nägeln und Rillen ausgleichen. Und das Ganze kann man auch hier, also steht auch hier, dass das Ganze als Unterlack, wenn überhaupt, verwendet werden soll oder als, nur als einzelner Lack verwendet werden soll, damit es direkt auf der Nagelplatte aufliegt. Dann haben wir hier den 5 Oil Cuticle Softener. Der ist vegan und kostet 2,45 €, mal ein anderer Preis. Also hier sind sehr viele Öle enthalten, wie zum Beispiel Rosenbaumöl, Baumwollöl, Sonnenblumenöl, bla bla bla. Und das Ganze soll einfach die Nagelhaut weich machen und soll einen zarten Rosenduft enthalten. Das ist natürlich mal so gar nichts für mich. Also tut mir leid, liebes Produkt, du wirst auf jeden Fall nicht gekauft. Dann haben wir den Active Cuticle Remover. Hier wieder einen Preis von 1,95 € und das Produkt ist vegan. Hiermit soll man sehr gut überschüssige Nagelhaut entfernen können und Glycerin ist hier enthalten. Das ist ja dafür bekannt, dass es feuchtigkeitsspendend ist und einen frischen Limonenduft soll das Ganze haben. Finde ich generell interessant, was ich hier gerade lese in der Pressemitteilung. Kontakt mit den Augen vermeiden, Erblindungsgefahr.
nicht in Reichweite von Kindern aufbewahren. Okay, also da muss ich sagen, klingt nach einem sehr aggressiven Produkt. Vielleicht dann doch eher nichts für mich. Dann haben wir hier noch das Apricot Oil. Das ist vegan und auch hier 1,95 Euro für 11 Milliliter. Das Ganze soll zu täglichen Anwendungen geeignet sein, soll einen Aprikosenduft haben und soll einfach die Nägel pflegen und glänzender erscheinen lassen. Dann haben wir hier den Build Up Nail Hardener, auch da 1,95 Euro. Der ist vegan und der soll einfach dafür da sein, dass eure Nägel, wenn sie dünn oder weich sind, einfach durch zum Beispiel Algenextrakt, das hier enthalten, einfach gehärtet werden. Kann man nie was mit falsch machen. Dann haben wir hier den High Intense Nail Hardener. Der soll ein milchig-weißes Finish haben, aber im Prinzip auch gegen splitternde oder stark beanspruchte Nägel sein, beziehungsweise die unterstützen, ne? Und der ist vegan und auch hier 1,95. Dann haben wir noch den Triple Magic Coat. Und da habe ich mir gedacht, alles was mit Magie zu tun hat, finde ich cool. 11 Milliliter, 2,45 Euro. Der ist vegan. Und hier sind erstmal Aloe Vera, Limon, Ginseng, Mango und Traubenextrakte drin. Und das Ganze ist natürlich zur Pflege und zur Unterstützung des Nagels gedacht. Auch hier soll der Nagel gehärtet werden, Rillen sollen ausgeglichen werden. Also es sind alles mehrfach in eins Produkte, die sich meiner Meinung nach alle ein bisschen sehr ähneln. Und was soll ich dazu sagen? Dann haben wir hier den Ultimate Long Lasting Top Coat und damit den ersten wirklich richtigen Top Coat in diesem Sortiment. 11 Milliliter, 1,95 Euro. Das Ganze ist vegan und es ist halt einfach ein Top Coat. Der soll hochglänzend sein und das frühzeitige Absplittern des Nagellacks verhindern. Ist halt ein Top Coat, ne? Dann haben wir den 2-in-1 Shine and Gel Top Coat. Der soll Volumen und Glanz verleihen und ein Gel-Look einfach zaubern. Also ich denke, dass er einfach ein bisschen shiniger sein wird und kostet auch 2,45 Euro, also 50 Cent teurer als der normale Long Lasting Ultimate Top Coat von gerade. Dann haben wir noch den Ultra Quick Dry Top Coat. Der ist vegan, 2,45 Euro das Ganze und auch da ist es einfach ein Top Coat und der soll schnell trocknend sein, sagt der Name ja auch schon, ne? Und das Ganze kann nach einigen Tagen zur optischen Auffrischung der Maniküre nochmals aufgetragen werden, steht hier. Das ist so eine Aussage, wo ich mir so denke, okay, ist euch nichts anderes mehr eingefallen, was ihr unter eure Produkte schreiben könnt? Ich habe keine Ahnung. Generell wirklich ultra viele Produkte zur Nagelpflege, muss man wirklich mal so sagen. Also genauso, also ähnlich viele wie P2. Ihr seht es, 8 Minuten ist dieses Video schon lang. Und ich bin aber jetzt auch durch mit dem Video zu den Nagelpflegeprodukten von Trended Up. Wie gesagt, noch 3 andere Videos erwarten euch auf meinem Kanal oder vielleicht habt ihr sie auch schon gesehen. Ich weiß es nicht. Wenn nein, schaut da gerne vorbei. Und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, Abend, Nacht, Morgen, wann auch immer ihr dieses Video seht. Und bis dahin sage ich, ciao, ne?